Ach ja. Guten Morgen am Montagmorgen. Jetzt haben wir Flohmarkt. Das habe ich gekauft auf dem Flohmarkt. Ich kann das bestimmt. Ja, das war für meine Töchter auf alle Fälle. Fand ich witzig. Ich kaufe ja alles, was so mit Rädern zu tun hat. Und so special ist sowieso. Ich meine, das ist special. Das ist ja wirklich toll, das Ding, oder? Ey. Und so weiter. Volle News. Die große BZ-Liste. Berlin saniert 243 Schulen in den Ferien. Aha. Pilot kracht in Toba, kurz vor Berlin. Das sollte gestern regnen, aber es liegt heute regnen, wie das da so aussieht. Und was habt ihr Wochenende gemacht? War viel Arbeit bei dir, was Wochenende war? Nee, war ja nicht so viel. Nee? Oh, hallo. Nee, ich will nur kurz Brot holen. Ach so. Sind ja keine Kinder da. Guten Morgen. Ja, hat, weißt du, wem mit die Ähnlichkeit hat? Mit die andere hier, mit die dritte. Ja, die sehen sich alle ähnlich. Naja, nee, aber in gesichtsmäßig so. Jetzt sind sie ein bisschen ähnlich. Ja, seht ihr euch ähnlich? Die und die andere. Du bist ganz versteinert. Mhm. Ich werde schon angerufen da. Hä? Ich bin raus. Dann zum Verfahren. Ich muss nicht machen, was machen kann, ist, dass ich mich am besten ins Neu bewerbe und dann reinschreibe, dass ich die anderen Tests schon gemacht hatte und jetzt an dem Sporttest nicht teilnehmen konnte wegen der Verletzung. Und dann kann es sein, dass ich dann beim nächsten Dienstag den Sporttest machen muss. Das wäre dann zu viel Probe. Weil ich hatte ein gebrochenes Bein. Ja? Ja. Seit wann denn das? Wie ist das passiert? Seit ein paar Tagen, oder? Weiß ich auch nicht so genau. Ach, ich liege nicht. Ich sehe das gerade, Alter. Na, nur da. Ja, heutzutage machen die halt wohl keinen Gips mehr, sondern nur so ein Ding. Ja, 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 so eine Schiene. So eine Schiene, so eine Schiene rum. Oder so den Fuß oder so. Mhm. Ach, Alter. Ja. Weißt du, wie das passiert ist, ne? Ich bin vom Joggen. Vom Joggen? Ermüdungsbruch. Moin. Weggeknackt. Kannst du? Überschlucken muss oder ja, zu tun? Ich mach, ich, ja, na, eigentlich habe ich zu tun. Auspacken. Nicht kann es stehen. Vorbereitet.
Der erste Auftrag ist da und es ist wieder mal ein glatter Reifen. Diesmal aber bei der Reifen selber original ist, 80er Jahre, aufgeplatzt an der Seite. Oh Wunder, wenn man den aufpumpt, platzt der. Also, hoppala, hätten wir ja nie mit gerechnet, dass das jetzt passiert. So, schaut mal, wunderschönes Herkules, ja. Alle schick, alle toll, alles super. Aber das geht nun mal gar nicht. Mit Trommelbremse. Zeigen wir mal kurz. Bremsanker lösen. Spannschraube lösen. Mann, die fliegen hier. Aushängen. Raus. Achsmutter lösen. Kurz wackeln und raus damit. Dann den alten Reifen runter. Ventilkappe ab. Schlauch raus. Pelle runter. Und glücklich sein. Irgendwann kontrollieren. Reifen. Schlauch rein, Felge, Reifen drauf auf die Felge. Ventil rein. Kappe gleich ab. Und wir bauen wieder ein. So einfach ist das. Hmm.
Bremsanker fixieren, Hinterrad ausrichten und natürlich festschrauben. Bremse einhängen. Bremse spannen wieder. Spannschraube fixieren. Bremsanker festschrauben. Aufpumpen. Ventil zu und fertig. Das war's. Das war der Schlauchwechsel und Reifenwechsel. Wurde auch mal Zeit bei dem Ding. Hier war eigentlich nur Schlauchwechsel, aber hier ist eine Speiche raus. Die war hier reingebogen, die habe ich jetzt hier zurückgebogen. Da war der Nippel abgerissen. Das kann ich natürlich nicht so lassen, das muss ich auch gleich mitmachen. Wieso sagen denn die Leute sowas nicht mit an, dass das gleich gemacht werden soll? Weil sie Angst haben, dass es mehr Geld kostet. Und selbst wenn das jetzt 5 Euro mehr kostet, das ist es doch wert. Ich werde ihm einfach 5 Euro mehr aufrufen und wenn er die nicht bezahlen will, muss er sie nicht bezahlen. Ja. Dafür kann er aber wieder sicher fahren und muss hier nicht mit einer losen Speiche, die hier wie eine Schnecke hier reingeflochten ist, in die anderen fahren. So ein Quatsch. Statt man das einfach gleich richtig macht. Wo ist er denn? Tut er mir nun nie weh.
Zack. Die Speiche war ja nicht mal kaputt, sondern nur der Nippel war gerissen. Rollt wieder. Oh, das hat keinem weh getan. Wie gesagt, markieren tue ich die Speichen immer, indem ich sie mit einem andersfarbigen Nippel versehe. Also hier ist ein schwarzer Nippel jetzt drin. Da kann man immer erkennen, welche Speiche das war, falls sie dann nochmal reißt oder was auch immer. Aber wie gesagt, macht das einfach, tauscht einfach, wenn eine Speiche lose ist, nehmt sie wenigstens raus. Wenn die Speiche gerissen ist, nehmt sie raus, weil das ist auch eine Unfallgefahr. Ja, kann nicht werden. Ansonsten, wenn sie nicht gerissen ist, wenn nur der Nippel abgerissen ist, nur ein Nippel ruf, einspeichen, also wieder einspannen und fertig, das war's. Dann läuft das Rad auch wieder gerade, ihr habt weniger Stress und alles, das war super. Ja, das war's. Ja, jetzt mache ich die nächsten Teile von dem Neuaufbau fertig und sauber, weil die müssen richtig überarbeitet werden. Die sind total eingefettet. Ich dachte, ich weiß nicht, was mit dem Rahmen passiert ist. Hier muss noch ein bisschen geschlachtet werden, innen drin, ein bisschen gedengelt werden. Ja, das kriegen wir hin. Das ist ja alles kurz vorm Ausreißen, aber er wollte unbedingt die Bleche behalten. Hier, schaut mal. Das ist überall am Reißen, das Blech. Da muss ich gucken, da muss ich ein paar Blechscheiben anfertigen oder wegfeilen oder kurven gehen im Baumarkt mal. Irgendwie mache ich dann morgen und kurve gleich mal ein bisschen Schraubensortiment wieder neu. Das ist ja furchtbar. Wollt die unbedingt behalten, dann kriegt er sie. Ne? Seine Streifen am Rad. So, schön sauber sind die Teile. Echt schicke aus, wieder. Rahmen, Bleche. Aber was hier bei dem Blech ist, das ist, wie ich zu ihm sagte, schon zweimal gerissen. Da einmal. Und ausgerissen war der hier. Zeig er zurückgedingelt. Hier hinten ist es nochmal gerissen.
Ein Tier wird auch ausgerissen. Und dann auch hinterfüttern. Aber er will es unbedingt behalten, der gute Mann. Und Reparatur ist auffällig. Geht aber alles. Guck mal, wie schön das geworden ist hier. Alles sauber, er macht der ganze Grind runter, ey. Wow. Hätte man vorher zeigen müssen, ich glaube, ich habe gar nicht gezeigt. Habt ihr ja gesehen am Rad, wie das aussah, alles schwarz. Voll gesifft. Das ist richtig schick geworden. Gefällt mir. Gut. Ja, aber auch nur, weil Langeweile gerade ist. Deswegen habe ich das geschafft. Jetzt trockne ich das ab. Und dadurch, dass die Oberfläche hier so ein bisschen angegriffen ist, er wollte alles möglichst original haben. Da muss man dazu sagen. Normalerweise würde ich das einfach austauschen und gut. Aber er will das ja original haben. Ja, dadurch, dass hier die Oberfläche ein bisschen angegriffen ist, werde ich ein bisschen Klarlack drüber ziehen, auch noch. Wir trocknen erstmal. Oh, ist das drückend. Ona. So, was soll das? Was machst du hier, ne? Ja, ich packe langsam aus. Vom Steuersatz. Ich bin nicht so sicher. Der ist ein bisschen größer als ein Achtel. Viel Spaß beim Suchen. Passt er nicht? Nee. Ein Fünftel. Ein Fünftel ist das? Wenn er größer ist als ein Achtel, also 1 Zoll und ein Fünftel Zoll. Internet MTB Kult oder so, die müssten ihn da haben. Na gut. Ja, nee, das ist wirklich ganz selten. Weil ich meist Koga. War das Koga? Nee. Nee, warte mal, wie hieß denn der? Nicht Koga, Kona MTB. Die haben sowas drin gehabt. Hallo? Hast du schon meinen übergroßen Ventilator gesehen? Meine neue Errungenschaft? Oh ja. Da darf man sich aber nicht die Haare drin verfangen. Die sind ab. Ansonsten hängt der Kopf damit drin. Der wird drin gezogen, ja. Na, los. Oh na, komm zu Mann. Steuersatz. Unglaublich. Nein, hier. Was kosten die neu? Warum sind die so billig? Ja, ich baue mal den Steuersatz hier ein. Ja. Ja.
Aber der wird was. Macht er dann ja das nächste Jahr. Der sieht doch auch, dass ich die eingestellt habe. Lagen da Socken und ich war auf Klo und ich konnte gerade noch rechtzeitig den Klodeckel runter machen, weil sie die Socken schnell reinschmeißen wollte. Ich habe echt gekämpft. Und jetzt wird da noch mehr reingemacht. Was war denn da so komisch drin? Ach ja, meine Tochter war da auch dran. Ich wollte den Gummiband bremsen, was ging nicht. Ja, auf jeden Fall hat sie noch versucht, die Socken reinzudrücken. Und ich so, nein! Die Socken! Ist denn auch noch gut? Feuer, ein Spiel hier. Das war auch nicht der Ernst, Mann. Oh. Der kannst du vergessen. Er ist durch. Der Arm auf? Oder die Gabel? Ja, natürlich läuft nicht. Habe ich die richtige Frage? Achtung, Papas Fuß! Ja, das ist das Problem. Die alte Lagerschale war ja gebrochen. Die hat ja hier Risse gehabt, genau aus dem Grund wahrscheinlich. Hat der mal einen Unfall gehabt oder so. Jetzt habe ich so viel schon reingesteckt an Zeit. Was ist jetzt das Problem? Ich baue ihm das zusammen wieder und werde ihm das natürlich sagen, dass die Gabel verzogen ist. Ich werde ihm sagen, das ist ein wunderschönes Schutzblech, was er unbedingt haben wollte. Wo ich ja meinte, es ist gebrochen, das lohnt sich nicht. Das, ich habe es ja wirklich zurückgedengelt, richtig sauber gemacht wieder. Das ist richtig schön geworden wieder. Ja, braucht Zeit, eine Viertelstunde pro Blech, ne? Überleg mal. Er zahlt ja viel Geld, das ist ja alles richtig. Aber das ist hier gebrochen, das habe ich mir gesagt. Das ist da gebrochen, das ist da gebrochen. Da ist es ausgerissen. Hm? Ich habe das gar nicht mehr geschrieben. Ja, aber bricht ja weiter. Aber es ist ein Bar. Hier ist es ausgerissen. Mhm. Genau, und der bricht ja weiter. Der flext ja und bricht weiter. Mhm. Das ist das Problem. Das müsste ich jetzt noch hinterlegen. Und das mit hinterlegen und umarbeiten und so. Ich meine, das kostet ja Geld, davon nicht fertig. Kaputt. Der Vorbau ist ja auch kaputt, der ist hier eingesägt. Oder gebrochen oder was ist er kaputt? Ja. Den kann ich auch nicht mehr einbauen. Wieso hast du ein Bügelbrett hier unten? Wie so ein Schnale, der immer macht. Das geht nicht. Du musst ihr das lenken. Ach so, toll. Ich
Den Rundschraub mit, mal eben. Mal eben gut. So, mal was. Eben für die ganzen Mädels wieder, also. Ah, der Lidl ist wirklich heiß. War das meine? Ja, so ist das. Ah, erstmal, so sah ich immer aus früher. Alter, ich habe schon 5 Kinder gekriegt, ey. Für mich ist das genauso schwer. Guck mal, die Frauen, guck mal, die Frauen von wegen. Ich bin halt auch nur ein Mann. Das war so süß, das Video, wo Anouk sagte, was? 100 Menschen sind begeistert? Jetzt haben wir 2000. Davon sind bestimmt nicht alle begeistert, aber die Vielzahl schon. Das ist doch mal was. Finde ich nicht schlecht. Und das mit dem Stoff, den ich da mache, überhaupt nicht trendy, völlig am, ja, und so. Völlig an der Normalität. Das interessiert doch niemanden. Naja, Matthew guckt sich deine Videos ab und zu an, Sandra guckt sich deine Videos ab und zu an. Ja, aber die sind ja eher... Das ist ja Bekanntenkreis. Naja, müssen sie trotzdem nicht gucken, ne? Müssten sie nicht, stimmt. Vor allem, weil an sich ja eigentlich so gar nicht das ist, wofür sie sich sonst so interessieren. Ja, Messi kommt ja ab und zu vorbei. Der hat ja auch die Zeit. Ich denke mal, es ist witzig, wenn er nicht aufschlägt. Na, wie geht's dir? Also. Ich wollte nur mal kurz Tag sagen. Denkst du mal, ey, Mann, du bist so in so ein langer Latsch, ey. Und dann guck dich ja nur hoch, ey. Wenn du den noch so kennt von früher. Ja, naja, kennst du viel, sagt er, wo Gordon mir damals das gezeigt hat, so, ja, mein Sohn und so. Und ich so, oh, und jetzt kommt der an und ist so ein Riese und das ist halt so unnormal bei dir ja auch, ey. Ja, nun geht's jetzt auch schon los, ist auch schon so groß. Dann geh mal dran, Mann, du warst doch mal so klein noch vor kurzem. Ja, halt ist so. Schon ein bisschen unheimlich, dann, Mann. Das ist Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. Der Rebound. Das ist bei Messi jetzt das Problem. Dämpfer machen lassen, kommt nicht mehr raus. Hat er noch funktioniert vor kurzem? Mann! Hammer. Ach, Respekt. 2.0. Jetzt muss ich meine gute Frau anrufen, wie mache ich denn das? Du hast ein Telefon, stimmt. Und fährt auf dem Superrad. Schafft es der überhaupt nicht? Der kann das. Atemflow. Ah, läuft. Pedalverlust. Pedalkontakt. Das ist viel besser. Kettenkontakt. Kettenkontakt. Sehr schön, hast du sehr gut gemacht. Wunderbar. Nicht richtig eingestellt, oder? Ah ja, tut's. Und nicht richtig eingestellt. So, wenn man den Belag anguckt, vom Winkel her. Ja, das ist ja, man sieht natürlich, das ist jetzt nicht teurer hier. Nee. Na ja, gut, also hier ist auch noch Spiel drin. Aber. Gut, das könnte man auch noch ziehen. Das ist nicht.
Ja. Hallo. Sagt er so. Ja. Sie war doch letztens schon mal da. Ja, vor einem Jahr. Nee, vor ein paar Tagen. Ehrlich? Ja. Dass ich hier im Haus war. Ist er doch. Hast du sie verarscht, oder? Nein, der war wirklich da. So mit den gleichen Typen, aber da konnte ich auch nicht mehr dran erinnern. Was ist los? Eine Zeitschleife gefangen oder so? Keine Ahnung. Was habe ich zu ihnen denn gesagt? Ja, dass sie diese Buchse da sehen wollen. Ja, genau. Ja, tut mir leid, irgendwie sind meine Aufzeichnungen. Das ist doch völlig im Bermuda-Dreieck oder was? Hallo. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, genau, der steht ja morgen. Nimm dir. Steht ja morgen wieder da. Hallo. Du. Ja. Hallo. Thunkobel abziehen. Kommt mit. Hab mal so ein kleines Fachvideo wieder. Thunkobel abziehen hier. Das sind die, die so ein bisschen anders aussehen, ne? Da. Thun. Eine gute Firma. Für einfaches Material. Quatsch, falscher Schraubenzieher. Also man nehme einen flachen Schraubendreher und hebe die Kappe ab. Die Schutzkappe. Habt ihr gehört? Hat Puff gemacht. Piff hat es kurz gemacht. Dann öffne man mit einem 6er Innen, 6-Kant, die Schraube. Achtung, ich drehe. Kurbelschraube, Tretlagerschraube. Raus damit, weg damit. Dann gibt es dort einen speziellen Abzieher für. So sieht der aus. Den schraubt man dann hier. Den schraubt man dann eigentlich hier hinein. Ich probier's mal auf der anderen Seite. Jetzt gebe ich einen kleinen Schlag von hinten. Sauber waschen, wenn die andere Seite okay ist. Wenn die andere Seite nicht okay ist, dann na nee, ist durch leider. Nicht zu löten, das kriegt nicht eingestellt. Hier ist richtig Kugeln. Da sind noch Kugeln angefressen auf der Seite. Könnt ihr das sehen, da, diese Laufspuren hier? Oder eben hier, diese Löcher, da? 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 Wie eine Autobahn mit Schlaglöchern. So muss man sich das vorstellen. Okay. Gott sei Dank. Oh Gott, das ist
ist das alles fertig, ey. Gut. Jetzt hier noch mal. Okay, haben wir auch. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao.